Recht herzlich willkommen zur 54. Folge von Stellaris. Hungersnot haben wir, das wissen wir, glaube ich. Können wir wegmachen. Und wir wissen auch, dass wir eine negative Bilanz haben. Und Unruhen herrschen natürlich auch überall. Wir haben hier ein Konstruktionsschiff unterwegs. Das sollte da eigentlich ein Dingens hinbauen. Was ist das jetzt hier für eine Warnmeldung gewesen? Ist gerade reingeflogen oder was? Oder wie? Naja, werden wir sehen. Machen wir die Pause da weg, dass das hier vorangeht. Da oben sind noch zwei, aber naja, hier haben wir vor allem dann dieses Erz. Schauen wir mal, was damit wird. Ah, jetzt bewegt sich es auch dahin, alles klar. Gucken wir auf die Karte hier. Gibt es das denn noch irgendwo anders auch nochmal? Das sieht man jetzt nicht wirklich, ne? Hier ist noch was anderes. Irgendein Staub. Gehen wir doch mal in die Dingens rein. Oh, das wäre hier. Oh, eine Forschungsstation im Orbit von dem Besitz zu gelangen. Okay. Ah, lassen wir erstmal so. Gibt es irgendwo anders noch was Interessantes? Da oben ist. Ah, da ist das Erz auch nochmal, ne? Das andere war doch woanders, ne? Wo wird das andere jetzt abgebaut? Ne, das ist da, ne? Ja. Das ist da schon. hier unten sind 11. Da müssen wir doch nochmal konkret drüber nachdenken, hier einen hinzuschicken, ne? So, wir bräuchten, wenn das Konstruktionsschiff ausgewählt, damit wir das sehen können, ne? Ja, aber Sektoren fehlen Ressourcen, dann sieht das so aus, ne? Gut, dann müssen wir das wieder machen. Überall und dann ist es wieder besser. Unruhen, Terror. Tja. Kann man jetzt auch nicht ändern, ist so, ne? Hier müssen wir dann nochmal hin. Zuerst das gucken, das Konstruktionsschiff ist gerade fertig. Strategische Ressource. Konstruktionsschiff. Und da und 90 haben wir eigentlich da, geht aber nicht. Ah, liegt außerhalb unserer Grenzen. Da fehlen 45 von diesem anderen Zeug. 40. ...121 brauchen wir da, dann muss das da noch wachsen. Ja, eigentlich lohnt sich das hier hin, ne? Weil da Zweier sind. So, Konstruktionsschiff fliegt schon hier hin, das ist schon mal gut. So, jetzt nochmal. 84, das würde dann auch irgendwann gehen. Ja. Was hat der hier für? 6er? 4 und 2, okay. Geht. Das Konstruktionsschiff liegt da jetzt runter, das ist auch gut so. Der hat Oberfläche. Könnte man schon kolonisieren. Aber ob es das bringt, ist die nächste Frage momentan, ne? Haben wir hier hinten noch irgendwo Planeten? Nein.
Hier ist auch nichts. Das ist schon der einzigste da in der Nähe erstmal. Da ist einer, aber der geht auch nicht. 35%, das ist auch nicht wenig. So, Forschung auswählen. Sensorreichweite, Planetar 30. Gibt's dann irgendwo Überraumsensoren, Stationen, Schiffe? Blauer Laser? Ist eine Waffe? Da gibt es einen Energiehub dann mehr. Neues Gebäude. Hyperraumsensoren. Ja. Was machen wir? Gute Frage, ne? Tendenziell neige ich dazu, das hier noch eher am ehesten zu nehmen, aber da sind wir auch schon. Komm, mach. Das Restliche dauert noch länger dann. Alles gut. So, Schiff ist wohl noch unterwegs. Hier oben irgendwo? Ne. Ist vielleicht da oder so. Da ist es. Dreimal zwei, das bringt also nichts. Und kommt gleich da an. Gut. Da haben wir jetzt 109, 121 brauchen wir. Das ist also nicht mehr ganz viel. Okay. Qualitäten. Auch schön. Sektoren fehlen wieder Ressourcen. Da ist kein Problem, ne? Hauen wir aber trotzdem noch 100 rein. So, Schiff ist da. Das geht nicht. Außenposten 121 und wir haben 113. Müssen wir noch einen Moment warten. Jo. 117. Neue Stufe von Anführer. Super. Jetzt haben wir gleich noch 120. Dann sind wir knapp dran. Das war der, klar, den haben wir schon. Das müssen wir wegmachen. Und da kann man Außenposten bauen dann. Machen die das dann? Keine Befehle. Schiffsdetails. Aha, so funktioniert das. Da klickst du, dann gehst du aufs Ziel und dann kannst du einen Außenposten bauen. Respekt. Hier fehlen momentan nur zwei, das ist ja schon mal richtig cool. Jetzt kostet uns der Außenposten natürlich dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche Betriebskosten, gehe ich von aus. Da ist eine Revolte auf Ass, okay.
bedauerlich. Tja, was machen wir jetzt? Tja, das haben wir schon verloren hier, oder wie sehe ich das? Okay, bedauerlich. Zu viele Koloniesysteme, ja, das kann wohl sein jetzt dann, ne? Sehen wir gerade die Karte. Ach, das war die Hauptstadt, das ist alles andere zusammengebrochen, alles klar. Tja, da müssen wir das anders machen. Erstmal hier, Planetar. Neuen Sektor erstellen. Fangen wir hier oben an. Hey, da geht nicht. Ach, da ist ein eigenes Dingens drauf, deswegen geht das nicht. Okay, Bevölkerung oder wie man es auch immer nennen möchte. Zivilisation. Ja, weiter geht's. Weitere Unruhen. Die nehmen wir alle noch mit hier. Die auch, und das war's dann. Und dann machen wir einen zweiten Sektor auf. So. Auch das wird vorübergehen, genau, so kann man das auch nennen. So. Gut. Negative Bilanz ist immer noch, ist klar. Jetzt müssen wir hier noch Geld schaufeln. Damit das auch, guck mal, ist schon ein Plus da wenigstens. Komme ich denn jetzt da bitte schön dran? Ne? Geht gar nicht, oder was? Ah, Sektorkarte. Schließen. Die sind nur am Basteln, oder? Ja. Gut, da sind wir jetzt auf wenigstens auf einem guten Weg. Essen ist natürlich jetzt immer wieder schlecht. Ich weiß nicht, wie wir da wieder dran kommen. Da
Das ist unsere Flotte. First try. Kriegen wir mal hier hin, oder? Geht nicht. Okay. Grenzen schließen, was Leben verlangen. Leidigen Informationen einladen. So. Ein aktives Gebäude. Okay, sehr nett. Ja, nützt nichts, ne? Da müssen wir was machen. Wie sieht es jetzt hier aus? Station ist fertig, der Außenposten. Dann können wir jetzt auch das hier machen, ne? Konstruktionsschiff. Wieso kann ich das jetzt nicht bauen? Wir haben doch hier 226 stehen. Unerklärlich, ne? Das brauchen wir nicht mehr. Bergbaustation, das fehlen 90. Ich habe 235, wieso kann da 90 dann fehlen? Das ist für mich jetzt nicht erklärlich. Oder die 90 fehlen im Sektor, das könnte noch sein. Sektor. Lithia Prime. Das einzige Planet, der jetzt einzeln ist, ne? Ja, weiß ich dann auch nicht, ne? Kosten 90, es fehlen 90. Machen sie nicht. Ja. Konstruktionsschiff, Konstruktionsschiff. Wieso haben wir jetzt wieder zwei Konstruktionsschiffe? Macht das Sinn? Ah, der kann das. Dann ist das Thema auch geklärt, ne? Das bedeutet für mich, dass er hier schon wieder über ist und weg. Jo, möchte ich. Und dann hoffe ich, dass die anderen dann daherkommen und das bauen und dann geht's auch voran, ne? Sind sie das da oben schon? Könnte sein, ne? Ja, sieht gut aus. Dann sollen die anderen das bauen und dann ist gut. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Runde erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen
und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.